Eine angenehme Stimme und könnte mitunter auch wirklich sehr positiven Content produzieren. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber ich bin glaube ich einfach zu alt dafür. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns Alpha Kevin an, der sich mit IM Zuckerpuppe beschäftigt hat. Ich habe keine Ahnung, wer IM-Zuckerpuppe ist, aber auf dem Thumbnail hätte man ihn auch mit 24 Tim verwechseln können. Nur halt eben in einer etwas anderen Gestalt. Und ich denke einmal, das geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin maximal gespannt, wer er ist, was er macht, äh, ob das wieder hier dieses typische Phänomen ähm, TikTok ist. Gehe ich auch mal ein bisschen von aus. Und zum Ende des Videos werde ich auch das Gewinnspiel auflösen, wo es hier um die. Ochetafeln ging, die man gewinnen konnte. Also falls ihr mitgemacht habt, schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende hin an. Und wir gehen jetzt hier rein in diese IM Zuckerpuppe-Geschichte. Mittlerweile dürften wir auf diesem Kanal hier IM Zuckerpuppe ziemlich gut kennen. Er war nämlich derjenige, der mit Young Stachel. Der sich sogar sogar mit 20 for Tim verglichen. Aber ich habe mir noch, also ich habe noch kein Video gesehen was sich um IM Zuckerpuppe gedreht hat, auch nicht zusammen mit euch. Eine Schwangerschaft vorgetäuscht hatte, um seinen Song zu promoten. Ja, das ist ja dann 24 Tim nur anders. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, die viel wichtiger ist. Reden ja relativ häufig darüber, das Zucken im Auge. Ich habe meins jetzt wieder so ein bisschen runterfahren können. Ich erde mich derzeit auch viel mit, ähm, ja, unter, ich sage mal, so zum allgemeinen Verständnis, unterbewusstes Training. Das heißt, ich denke viel darüber nach, ob ich gestresst bin, ob ich nicht gestresst bin. Im Prinzip mache ich mir den Stress sichtbar in mir selbst. Und das habe ich jetzt nur angesprochen, weil ich habe gerade gesehen, dass Alpha Kevin auch den Augenzucker hatte. Also dieses ganz kurze Thema. Ist eine große Sache, wenn du das an dir selber feststellst. Entweder hast du Probleme halt eben mit den Augen, so wie ich es jetzt just hatte, oder halt eben unterbewusster, aufgestauter Stress ist der Grund dafür. Sollte man nicht vernachlässigen und nicht irgendwie so denken, ja, das geht wieder von selber weg. Da muss man in sich reinhorschen. Ich habe gerade viel zu viel darüber geredet, aber es ist für mich einfach ein wichtiges Thema, weil das zu sehr unterschätzt wird. Flut für die Bikini, yes, Nehmt's mir nicht übel, ich kann auch wirklich gar nicht singen oder so, aber das klingt wirklich einfach unfassbar schlecht. Das sagt selbst unser Musikexperte Rezo, der halt wirklich Ahnung von Musik hat. Checkt das Video zu Tupau ab. Und der war auch nicht ganz so überzeugt von dem Song. Black und Cindy, alle werden ge das ist jetzt nicht Hate gegen Genres, die ich nicht höre oder Hate gegen ihn, weil er sich daran treibt. Das ist einfach sch Musik. Also das soll es ja auch sein. Denke ich, by the way, auch. Aber jetzt habt ihr zusätzlich noch eine Expertenmeinung am Start. Und für so einen Song extra eine Schwangerschaft zu faken, ist nicht gerade sehr geil. Was? Aber durchaus der gelebte Standard auf Social Media, weil damit kriegt man viele Leute halt eben auf seine Seite. Erstmal gelockt. Was ich viel interessanter und bedenklicher finde, ist der Fakt, dass du halt eben durch negative Reichweite dich sehr, sehr groß machen kannst und dann drehst du den Spieß um, änderst deinen Content und auch ein bisschen deine Internetpersönlichkeit und im besten Falle bist du damit dann sehr, sehr erfolgreich. Es wurde ja auch ähm, jetzt vor kurzer Zeit das Thema Tanzverbot noch ein bisschen höher gelebt durch die ähm, Verschuldungsgeschichte. Auch er hat zumindest in meiner Wahrnehmung damit angefangen. Mit sehr provokanten und sehr direktem Content. Und von vielen wurde dann aufgezogen. Ich sag mal so, Hater-Kommentare wurden hauptsächlich verfasst. Und er hat es aber geschafft, zumindest dann weiter den Spieß umzudrehen und eine lange Zeit damit sehr erfolgreich zu sein. Das ist ein interessanter Werdegang, aber für mich wäre es nichts, weil ich nicht diese ganze Negativität auf mich lenken möchte, nur um dann halt am Ende erfolgreich zu werden. Das wäre es mir nicht wert. Was aber im Gegenzug geil ist, das ist eine Gewinnspielauflösung, denn es hat sich tatsächlich nach meinen Videos einiges in Bewegung gesetzt. Und da schauen wir gleich mal genauer rein. Genauso wie wir gleich mal in die Legend Weeks bei Just Legends reinschauen werden. An erster Stelle aber dicke Props schon mal an euch. Der Premium Adventskalender, der vor allem für Bestandskunden ist, ist bereit. muss gerade mal gucken, was ist Just Legends? Gaming Adventskalender. Early Birds Preis, 100 Euro Warenwert, spare 40 Euro, Standard, okay, das sind dann so diese Gaming-Booster-Geschichten, ne. Ich hab's jetzt übrigens immer noch, ich hab's schon mal gesagt, ne, aber ich, ich ähm, bleib dran, ich bin noch komplett abstinent von Energy-Drinks und ziemlich happy damit. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ob meine Probleme nicht eventuell mit dem Zucker zusammenhängen würden, oder die, das ist vielleicht so eine, so eine Veranlagung, ist in Richtung Zucker, ne, Der Sucht möchte ich das jetzt nicht direkt nennen, aber nee, ähm, daran liegt es tatsächlich nicht. Ich habe da eine sehr, sehr gute Selbstkontrolle, was Zucker angeht und kann das auch in Maßen konsumieren und habe da auch keine Probleme mit Kreislauf oder sonstigen. Diese ganzen Geschichten mit Copping, Kreislauf, ähm, dieses Gefühl, dass man nicht sich selbst fühlt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so, als würdest du einen Film von dir selbst gucken. Du guckst so auf deine Hände und die sind so ein Stück weiter weg gedanklich, ne? ganz, ganz komisch. Und das hatte ich nur in Verbindung mit einem sehr hohen und wahrscheinlich auch schädlichen Konsum von Energy-Drinks. Deswegen bin ich jetzt auch kein Freund mehr von hier, so Just Legends-Pülverchen, kippst du dir die rein und kannst du länger zocken. Das funktioniert eh nicht. Der ist fast ausverkauft. Also es gibt nur noch wenige davon. Dass Oder um es nochmal genauer zu formulieren, doch, das funktioniert sehr, sehr viele Jahre und du kannst auch mit 15, 16 anfangen, Energies zu trinken, so wie ich es auch getan habe, du ziehst es jahrelang durch. Und irgendwann klappt es nicht mehr, aber du hast dann so diesen innerlichen Heeper, dass du bei jeder Anstrengung das Verlangen hast, dir einen reinzukippen. Das funktioniert. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie Bock drauf habt, dann schlagt noch relativ schnell zu. Von diesem Gaming-Adventskalender ist allerdings noch einiges da. Der eignet sich vor allem für Neukunden. Das heißt, wenn ihr noch nie wirklich von Just Legends was probiert habt, dann ist das wirklich die beste Wahl. Deshalb gönnt euch unbedingt. Ich feiere den selbst ziemlich hart. Was allerdings auch allererstes an ist, das ist die Legends Week derzeit. Und da kommt jetzt einiges wirklich sehr, sehr Geiles auf euch zu. Denn zwischen dem 20. und 24. November, also jetzt praktisch, gibt es jede Menge Rabatt auf die Produkte von Just Legends. So gibt es bei einem. Jetzt, also, das eben mit dem Adventskalender fand ich schon hart teuer. Aber gut, wie teuer sind die Bestellwert Sachen? Bestellwert in dieser Woche von 150 Euro dem Wassermelonen Performance Booster gratis dazu und bei einem Bestellwert von 150 Euro Bestellwert. Also, da wird ja jetzt ich wollte da gar nicht so viel drüber reden, aber dann wird ja da vorausgesetzt, dass du für 150 Euro dir ein Pülverchen kaufst, mit dem du dir dann am Ende halt ein. Energy-Getränk mixen kannst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es Energy ist, für 150 Euro. Ich meine, dass jeder soll machen mit seinem Geld, was er mag, ne? aber das ist halt nichts, was ich dann am Ende in der Hand habe. Das schütte ich in mich rein, dann ist es weg. Und ich habe auch für normale Energies einfach viel zu viel Geld ausgegeben und man verliert da relativ schnell die Kontrolle, wenn es dann zu einer Gewohnheit wird, man es regelmäßig konsumiert und und und. Das muss man sich mal, das ist, das ist für mich ein Wocheneinkauf. Da bezahle ich meine ganzen Lebensmittel für zwei Personen mit, mit 150 Euro. Jo. Na gut. 100 Euro bekommt ihr dem Pfirsich-Eistee-Geschmack dazu. An der Stelle noch wichtige Infos. Diese zwei Geschmäcker, die gibt es nicht einzeln zu kaufen. Die sind wirklich als Special gedacht für genau diese Aktion. Am Montag, also heute, gibt es übrigens 50% Rabatt auf Booster, was insane viel ist. Also das bedeutet. Okay, hier sehen wir es. Normalerweise kostet so ein Döschen 39,99 Euro. Und jetzt dann 27,99 Euro, 19,99 Euro. Gut, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie viel man dann da schlussendlich rausbekommt, aber junge, junge, junge. Nee, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr trinke bedeutet, dass es sich heute vor allem lohnt richtig zuzuschlagen. Am Dienstag gibt es 20% auf die Sleep and Recovery Produkte. Am Mittwoch 40% auf die Milchshakes, die ich by the way ziemlich feiere. Am Donnerstag dann 30% Rabatt auf die Hydration Drinks. Und am Freitag geht es dann so richtig scharf, denn da haben wir ja Black Friday. Da sind die ganzen Produkte in ihrem jeweiligen Rabatt komplett erhältlich. Was bedeutet, dass ihr zu dem Zeitpunkt dann die Möglichkeit habt, so richtig fett abzusahnen. Das bedeutet, wenn euch das zusagt, ihr auch mal Booster ausprobieren wollt, dann lohnt sich das in dieser Woche am meisten. Über den Link in der Beschreibung kommt ihr zu Just Legends und mit dem Code ALPHAKEVIN spart ihr natürlich auch ohnehin 15% auf die Produkte. Also gönnt euch genauso. Ich meine, ich finde es zwar gut, Alpha Kevin profitiert ja komplett aus dieser Situation. Er finanziert damit auch seinen Kanal und sein Schaffen. Und da können wir einfach auch alle froh drum sein, dass hier so ein Content erstellt wird. Da kann man halt sich eine gewisse Zeit lang ne, mal ein bisschen entspannen, sich den Content geben und er steckt viel Zeit rein. Haben wir alle was davon. Aber ich glaube, ich würde es keinem empfehlen, Just Legends zu konsumieren und Energies insgesamt. Na gut, wem sage ich das? Ich habe den Fehler selber auch gemacht. Muss jeder Mensch selber wissen. So wie die zusätzlichen Bundles, es ebenfalls nur diese Woche gibt. Und damit würde ich meinen, gehen wir doch einfach mal rein in das Zuckerpuppe-Gewinnspiel. Denn ich habe ja vorrangig bei einem Zuckerpuppe kritisiert, dass er sein Gewinnspiel gefaked hat. Zumindest kam da halt nie eine korrekte Auflösung. Ganz im Gegenteil. Schauen wir doch gerade mal vorbei, wie sein Profil jetzt so aussieht. Denn seit dem eigentlichen Ende des Gewinnspiels sind mittlerweile mehr als zwei Wochen vergangen. Denn dieses Gewinnspiel ist geendet am 10.10. .10. Und ich nehme jetzt gerade das Video auf am 24.10. um 16. 16 Uhr. Und dann sah ich mich nun bei seinem Instagram-Profil um und musste feststellen, dass es diesen Beitrag plötzlich gar nicht mehr gibt. Der wurde hm. einfach gelöscht. Also, wichtig zum Verstehen, ich habe bereits am 12.10. ein Video gemacht, auch zu diesem Gewinn. Das ist eher so eine Sache. Ich meine, ich habe jetzt selber ein Gewinnspiel am Laufen. Das wird in diesem Video aufgelöst. Aber das hat einen anderen Hintergrund gehabt. Ich wollte damit jetzt keine ähm, neuen Follower generieren. Sonst macht man das, glaube ich, immer auf Instagram und fordert dann die Leute dazu auf, den Beitrag zu teilen. Hast du nicht gesehen, Piper Pro, sondern hier geht es um die Community. Eine Kleinigkeit wieder zurückzugeben. Ich werbe sehr viel und auch aktiv für Oche und wollte euch dann ein bisschen dran teilhaben lassen. Why not? Und das sind ja Tafeln, die halt eben so für den Verkauf nicht mehr direkt gedacht sind und dann kann man die hierfür auf jeden Fall nutzen. Aber die meisten nutzen, benutzen halt eben Gewinnspiele nur dafür, um für sich selber zu werben. Ne? Und viele werden wahrscheinlich nicht aufgelöst, das stimmt wohl. Spiel und daran meine Zweifel geäußert, dass das ja Fake sein könnte. Zuckerpuppe löschte dann auch im Anschluss sein Gewinnspiel, was ich schon sehr sas fand. Danach mache ich noch am 25.10. ein Video über genau dieses gefakte Gewinnspiel und Zuckerpuppe hat sich tatsächlich bis zum 31. Oktober diesen Jahres nicht mehr dazu gemeldet. Doch dann kam plötzlich die Auf... Followerin mit iPhone überraschen. Boah, Junge. man so eine realitätswerden ich meine, das bekommt man ja öfters mit, dass iPhones verlost werden, dass PCs verlost werden, so richtig teure Dinger. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das komisch an für mich so aus der Fremdwahrnehmung. und genau da schauen wir jetzt rein. Mal gucken, wie gerade und ehrlich er doch zu seinen Zuschauern und auch zu mir ist. Nicht wundern, ich lasse das Video erstmal in Gänze abspielen, damit ihr schon mal wisst, wie die Zusammenhänge sind und danach gehe ich Stück für Stück auf alle möglichen Punkte ein. Eine Gewinnspiele sollen fake sein und weil das nicht stimmt, übergeben wir das iPhone 15 jetzt der Gewinnerin persönlich. Das war nicht das letzte iPhone, was ich verlose, deswegen schreibt mir schon mal eure Lieblings-IPhone-Wunschfarbe in die Kommis und folgt mir, damit ihr es nicht verpasst, vielleicht... Ich weiß nicht, irgendwie, also jeder darf natürlich Gewinnspiele machen. Ist ja kein Ding, ne? Solange er sich da dann halt eben auch an die jeweiligen Vorgaben hält und die Gewinnspiele auch einlöst. Das ist wichtig. Aber macht es nicht viel mehr Sinn statt einem iPhone, was ja teuer ist? vielleicht mehr Kleinigkeiten zu verlosen und um der Community wirklich was zurückzugeben. Ich meine, viele Leute freuen sich heutzutage auch einfach darüber, einen Einkaufsgutschein zu bekommen, wo ich jetzt eben an mich wieder denke mit dem Einkaufsthema. Ne? Das tut jedes Mal weh, wenn du einkaufen gehst. Und dann hier so ein, ich habe keine Ahnung, ich würde mir nie ein iPhone holen. Ich habe hier so eine, so, eine, so, eine, so eine alte Gurke reicht für mich. Ne? Aber das kostet doch mit Sicherheit jede Menge Kohle. Und dann mache ich dann daraus halt eben, wenn ich die, diese Liquidität besitze, Mache ich halt dann ganz viele 50 oder von mir aus auch 100 Euro Einkaufsgutscheine und die gebe ich dann meinen Zuschauern. Weil was bringt das, wenn ich jetzt, also gehen wir jetzt mal gesetzesfalls davon aus, die Gewinnerin oder der Gewinner, der hat es nicht so dicke, dann würde ich mich doch mehr darüber freuen, als über ein Handy, was sonst überhaupt gar nicht zu meinem eigentlichen Lebenswandel und Lebensstil passt. Naja, aber gut, vielleicht catcht so ein Handy auch einfach mehr. Als ein Einkaufsgutschein. Seid ihr die nächste Person? Die Gewinnerin weiß übrigens noch nichts von ihrem Glück. Ich habe das nämlich alles mit ihrem Freund geplant. Deswegen hat es auch über zwei Wochen gedauert, weil ich auch erstmal gucken musste, wie ich das überhaupt alles mache. Also glaubt nicht immer alles Schlechte, weil ich will am Ende auch einfach nur, dass ihr am glücklichsten seid. Und dann alle, die sagen, ich hatte das iPhone einfach neu gekauft, hier seht ihr an der IMEI-Nummer und an der Rechnung, die ich hier einblende, dass es immer noch exakt dasselbe ist. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie sich nicht freut. Übrigens steht die Gewinnerin schon seit dem 12. Oktober fest. weiß, zwei Tage zu spät, aber das war mein Fehler. Sie hat ja trotzdem alles richtig gemacht. Übrigens bin ich extra zweieinhalb Stunden nach Dresden dafür gefahren, aber ich muss sagen, Dresden ist eigentlich richtig schön. Leute, da hinten steht die Gewinnerin, sie erkennt mich nicht mehr. Was ist wirklich gar da nichts? Das hier ist tatsächlich das iPhone 15. Also, Real Talk. Das ist wirklich ernsthaft drei ist. Schon allein der Anfang ist ziemlich dumm und ich geh jetzt einfach mal ein Stück für Stück. Hat sich komisch angefühlt. Ich meine, er hat trotz seinem Leben eine angenehme Stimme und könnte mitunter auch wirklich sehr positiven Content produzieren. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber ich bin, glaube ich, einfach zu alt dafür. ...stück darauf ein, denn da haut so einiges nicht hin. Die Gewinnspiele sollen fake sein und weil das nicht stimmt, übergeben wir das iPhone 15 jetzt der Gewinnerin persönlich. Ach so, weil das nicht stimmt. Deswegen sagst du ja auch selbst, dass du erst mehrere Tage später die Gewinnerin ausgelost hast. Übrigens steht die Gewinnerin schon seit dem 12. Oktober fest, weil... Mhm. Zwei Tage zu spät, aber das war mein Fehler. Sie hat ja trotzdem alles richtig gemacht. Okay, also, du beschwerst dich im Prinzip, dass man als Zuschauer denkt, dass du das Gewinnspiel faken würdest. Aber sorgst für die Verspätung bewusst genau für diese Vermutungen. Aber schauen wir einfach mal weiter. Die Gewinnerin weiß übrigens noch nichts von ihrem Glück. Ich habe das nämlich alles mit ihrem Freund geplant. Deswegen hat es auch über zwei Wochen gedauert, weil ich auch erstmal gucken musste, wie ich das überhaupt alles mache. Aber wie will man denn jetzt? Also, keine Ahnung. Er hat ja eben ganz kurz das Insta-Profil aufgerufen und ich weiß, viele verlinken sich gegenseitig bei Insta, so Boyfriend, Girlfriend, Piper Programm. Ne? Dann kann ich es mir vorstellen, aber wenn das nicht stattgefunden hat, dann müsste man dann auf den Bildern Rückschlüsse ziehen und da weiß man nicht, ist das Profil privat oder nicht privat. Versteht ihr, was ich meine? Da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Vielleicht löst Alpha Kevin jetzt auf. Ach, so ist das. Wegen der heftigen Planung hat das so lange gedauert. Ich meine, es ist wirklich mit einem unfassbaren Aufwand verbunden, mit dem Freund der Gewinnerin zu schreiben, wo man sich wann trifft. Also, das bedarf mindestens einer zweiwöchigen Planung. Alles andere wäre ja auch absolut absurd. Bro, also, wen willst du verarschen? Ich gebe jetzt einfach mal meine Vermutung ab. Zuckerpuppe hat sein Gewinnspiel runtergenommen, weil er dachte, er kommt einfach. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen detektivisch unterwegs sein hier. Wir merken uns jetzt mal gerade. Die sechs Minuten. Hier hat Alpha Kevin das Ganze dann besprochen. Dann weiß ich übrigens noch nichts von ihrem Glück. Ich habe das nämlich alles mit ihrem Freund geplant. Nee, das war ja jetzt das hier. Das komplett ungeschnittene brauche ich. Gewinnspiele sollen fake sein. Und weil das nicht stimmt, übergeben wir das iPhone 15 jetzt der Gewinnerin. Nee, das ist es auch nicht. Waren wir schon so weit? Wir gehen auf die Suche. Hier. 15 jetzt der Gewinnerin persönlich. Das war nicht das letzte iPhone, was ich verlose, deswegen schreibt mir schon mal eure Lieblings-IPhone-Wunschfarbe in die Kommis und folgt mir, damit ihr es nicht verpasst, vielleicht seid ihr ja die nächste Person. Die Gewinnerin weiß übrigens noch nichts von ihrem Glück, ich habe das nämlich alles mit ihrem Freund geplant, deswegen hat es auch über zwei Wochen gedauert, weil ich auch erstmal gucken musste, wie ich das überhaupt alles mache. Also glaubt nicht immer alles Schlechte, weil ich will am Ende auch einfach nur, dass ihr am glücklichsten seid. Und an alle, die sagen, ich hatte das iPhone einfach neu gekauft, hier seht ihr an der IMEI-Nummer und an der Rechnung, die ich hier einblende, dass es immer noch exakt dasselbe ist. Ich bin so aufgeregt, ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie sich nicht freut. Übrigens steht die Gewinnerin sch Okay, schade. Wäre jetzt cool gewesen, wenn man mehr von dem Profil hätte sehen können. Man kann auch keine Rückschlüsse ziehen auf die Person mit einem Ad oder sonstigem. Sie fährt einen Seat Ibiza. Sehr sympathisch, aber mehr sehe ich da nicht. Aber der Boyfriend ist auch auf dem Bild zu sehen. Also kann es gut sein, dass er da den Kontakt dann aufbauen konnte. Na gut, geht jetzt wieder weiter mit den sechs Minuten, wo wir eben waren. Er kommt einfach so damit davon. Damals hat er schließlich auch eine Schwangerschaft für seine Song-Promo gefaked. Deshalb nun auch dieses Gewinnspiel. Also, ich kann mir vorstellen, den juckt das auch nicht wirklich, wenn er da ein bisschen Hate abbekommt. Dann hat er allerdings gemerkt, dass ich ja ein Video dazu gemacht habe und meine Zweifel äußerte zu diesem Gewinnspiel. Und jetzt ist er ans Witzen gekommen, weil immer mehr Leute dachten, dass er ein Scammer ist und einfach so dieses Gewinnspiel für Promo-Zwecke gemacht hat. Weshalb er nun auch schnell genau dieses Video hochladen musste. Das Ganze ist allerdings nur meine Vermutung. Und ich denke persönlich, dass ohne Druck von außen dieses Gewinnspiel Spiel nicht aufgelöst worden wäre. Hätte ich nämlich mein erstes Video am 12.10. nicht gemacht, dann glaube ich nicht, dass er noch am selben Tag die Gewinnerin richtig ausgelost hätte. Und meine Erklärung dazu ist folgende. In seinem Screenshot zeigt er nämlich, dass er nach 18 Uhr am 12.10. diese Frau als Gewinnerin kürte. Mein Video kam dazu zufälligerweise auch am 12.10. aber um 16 Uhr. Also demnach zwei Stunden vorher. Demnach hat er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mein Video gesehen, meine Vermutungen gesehen und direkt ein Screenshot von der Zuschauerin im Anschluss gemacht. Um das ist jetzt hier richtig kombiniere, kombiniere. Aber gut. Zu zeigen, jo, guck mal, ich hab das doch alles da ausgelost. Aber gut, machen wir einfach mal weiter. Also glaub nicht immer alles Schlechte, weil ich will am Ende auch einfach nur, dass ihr am glücklichsten seid. Weil ich immer gerne sage: Vertrauen niemals demjenigen, der dir alles Gutes, alles Gute sagt. Und ähm, keine Ahnung. Man bekommt halt so ein stranges Gefühl, wenn so Sachen verlost werden, die jetzt sehr, sehr hochpreisig sind. Ähm, und dass ich will nur euer Gutes, ich will nur, also diese, diese Verbindung. Ich habe letztens einen sehr, sehr schönen YouTube-Kommentar bekommen, diese parasoziale Beziehung zwischen YouTuber und Zuschauer, ne wie, wie sich die so aufgliedert. Habt da auch selber nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Die meisten wollen euch wirklich catchen. Ihr seid dann in den Augen eben dieser die treue Gefolgschaft. Ich gebe euch ein paar Kekse, ich gebe euch viel Aufmerksamkeit, ihr seid meine Süßen, ihr seid meine Sweeties, ohne euch kann ich nicht, ich teile alles mit euch mit einer stark übersetzten und überspielten Persönlichkeit. Bis zu einem gewissen Maße ist das in Ordnung und ist das okay, weil es kann den Zuschauern auch helfen wenn sie zum Beispiel wenig eigene soziale Kontakte haben und es dann halt eben dadurch ein wenig kompensieren können, solange man sich nicht komplett darin ver verliert und verfängt und dann nur noch in dieser Social-Media-Welt lebt, was auch ein riesiges Problem unserer heutigen Zeit ist. Aber es geht halt auch noch ein Stückchen weiter, dass man die Leute und die Zuschauer halt eben so weit ja auch indirekt manipuliert, dass die dann eben selber nicht mehr richtig nachdenken, alles für den YouTuber-Influencer machen und tun und auch immer hinter ihm stehen, obwohl die Faktenlage eigentlich etwas anderes aussagt. Sehr, sehr bedenklich. Aber ich glaube, bei vielen auch nur so im, in einem gewissen Altersspektrum, dass es da funktioniert, in der Zeit, wo man noch relativ jung ist. Und dann kommt der andere Faktor noch dabei, dass man sich leicht beeinflussen lässt. Dann klickt das zusammen. Man ist dann halt eben mal eine Zeit lang. Eine, eine treue Gefolgschaft, die über das normale Maß hinausgeht. Würde mich interessieren, ob heute in den Schulen darüber gesprochen wird. Ich denke schon. Ist ein wichtiges Thema. Oh ja, Zuckerpuppe, das ist bestimmt das, was du willst. Er möchte vor allem auch, dass 24 Tim am glücklichsten ist. Deswegen frontet er ihn auch mit dieser Line. Flut für die Klicks? No needy? Das ist übrigens eine Anspielung auf 24 Tim, weil er die Flutkatastrophe für Klicks ausnutzte. Aber Real Talk: Zuckerpuppe ist kein Stück besser. Der hat eine Schwangerschaft gefaked. Der wollte eventuell ein Gewinnspiel faken und einige Verlosungen von iPhones habe ich auch nicht mitbekommen, ob das aufgelöst wurde. Also, Zucker. Das finde ich jetzt aber auch so ein bisschen strange. Also, Alpha Kevin spricht hier in einer sehr, sehr starken Deutlichkeit, was von vielen auch in der Videolänge dann einfach mitgetragen wird. Nach 7 Minuten 38 sind die meisten Zuschauer in so einem reinen Konsumverhältnis zu dem Video und überhören einiges. Er hat jetzt gerade gesagt, dass es das iPhone-Gewinnspiele gegeben haben kann, geben haben sollte, die er aber nicht mitbekommen hat und stellt das indirekt in Frage, ob das dann wirklich alles so abgelaufen ist. Den Move finde ich nicht toll. Und das kann halt auch im Flow passieren, wenn du am Aufnehmen bist und hast ein Skript und, ja, denkst dann in dem Moment nicht darüber nach. Da würde da würd ich halt einfach vorsichtig sein bei so Vermutungen. Puppe. Ist Real Talk nicht mal besser als 24 Tim, aber fronted ihn einfach. Und an alle, die sagen, ich hatte das iPhone einfach neu gekauft. Hier seht ihr an der IMEI-Nummer, an der Rechnung, die ich hier einblende, dass es immer noch exakt dasselbe ist. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie sich nicht freut. Übrigens steht die Gewinnerin schon seit dem 12. Oktober fest. bei zwei Tage zu spät, aber das war mein Fehler. Sie hat ja trotzdem alles richtig gemacht. Übrigens bin ich extra zweieinhalb Stunden nach Dresden dafür gefahren, aber ich muss sagen, Dresden ist eigentlich richtig schön. Meine Güte, bist du ein Ehrenmann. Fährt er einfach zweieinhalb Stunden und ist so selbstlos und gibt auch noch das iPhone der Gewinnerin? Das ist wirklich insane. Ich persönlich finde, man soll den ab heute Mr. Realness nennen. Leute, da hinten steht die Gewinnerin, sie erkennt mich nicht mehr. Was ist denn wirklich gar nichts? Das hier ist tatsächlich das iPhone 15. Naja, da ich in dem letzten Video meinte, dass er seine Ehre wiederherstellen würde, wenn er das Gewinnspiel richtig auflöst, muss ich ihm den Punkt hierbei tatsächlich zusprechen. Jedoch ist das Video dennoch ziemlich dreist gewesen, weil er berechtigte Kritik als ganz bösen Hate abstempeln möchte. Zuckerpuppe hat schließlich selbst dafür gesorgt, dass Vermutungen aufkamen, dass dieses Gewinnspiel fake ist, denn alleine seine Bedingungen für dieses Gewinnspiel waren komplett falsch gewesen. Da hätte er nämlich hinschreiben müssen, bis wann das Gewinnspiel geht und wann er das wo auflöst. Hat er nicht gemacht, deshalb braucht er sich nicht wundern, dass die Leute denken, das Ganze ist fake. Aber egal, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, das ganze Gewinnspielthema ist vom Tisch. Ich wollte euch einfach up to date halten mit diesem Video. Auch wenn er jetzt für mich persönlich nicht der glaubwürdigste Influencer ist und ich nicht viel von ihm halte, muss man ihm trotzdem zugestehen, er hat jetzt dieses iPhone an die Gewinnerin übergeben. Das finde ich schon mal ganz gut. Deshalb natürlich auch danke dafür, eigentlich traurig. Interessant. Ich meine, wir haben jetzt in dem Beitrag nicht viel von I am Zuckerpuppe mitbekommen, aber so ein bisschen den Sprech, ein bisschen die Gestik, die Mimik, die Körperhaltung es ist halt so der moderne Social-Media-Mensch. Ich tue mich da immer schwer, im Absoluten zu sprechen, aber zumindest eine Vermutung meinerseits: Diese Person existiert nicht, den gibt's nicht. Das ist halt eine aufgesetzte Persönlichkeit, die im besten Falle ein wenig auf seiner echten aufbaut. Sehr, sehr übersteuert, sehr, sehr überspielt. Das Lächeln fand ich sehr interessant. So also ein Lächeln habe ich selten gesehen. Ich beschäftige mich aber auch mit wenig Leuten, die halt eben in solchen Bubbles unterwegs sind. Mit also provokantem Content und provokanter Persönlichkeit. Es ne? ist ja auch ein Genre für sich. Aber das war so. Der habe stark ausgeprägt wie trainiert. Weil ihr müsst euch die Situation vorstellen. Er ist ja dahergelaufen an dieser Straße und hat dann berichtet, jetzt zeige ich das, ähm, beziehungsweise jetzt löse ich das Gewinnspiel auf und sie weiß ja von noch gar nichts. Und dieses Lächeln, was damit in Verbindung stand, ist in der Situation aufgekommen, wo er herläuft, das erzählt und der Kameramann an der Seite vorbei. Also es gibt eigentlich keinen logischen Grund, wirklich so ausgeprägt und stark zu lächeln. Vielleicht bin ich auch einfach nur so emotionslos und das ist ein vollkommen normales Bärchen, aber das kommt alles so zusammen und so setzt sich dann für mich ein Bild irgendwann dann zusammen, was von dieser Person halt abstammt. Was sie mir für eine Farbe entgegenwirft, was sie für, für ein Gefühl absondert. Tja. Interessant würde ich es trotzdem finden, mich so mit Menschen, die halt eben so ticken, mal zu unterhalten. Mit Social Media Leuten, die sehr, sehr tief im Game drin sind und auch sehr gezielt ihre Zuschauer steuern. Würden mich nämlich mal die Beweggründe interessieren, ob es wirklich nur finanzieller Natur ist oder ob da auch was Inneres ausgelebt wird. Dass ich mich dafür bedanken muss, es sollte selbstverständlich sein. Wenn ihr, by the way, ähnliche Erfahrungen habt und auch irgendwelche Fälle kennt, wo Gewinnspiele gefaked wurden, dann lasst mich das gern wissen. Ich finde das immer ziemlich spannend. Ich mache auch gerne mal Videos dazu, weil sowas gehört sich einfach nicht. Und damit bleibt mir nur noch eines übrig: checkt unbedingt den, Sp <laughs> den Sponsor des heutigen Videos ab. Genau. Er hat das eben schon gut angesprochen. Jetzt geht es um Gewinnspiele. Vorweg möchte ich aber noch eine Sache anmerken. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Wenn ihr da ganz ehrlich seid, diese wunderbaren Oche-Tafeln, die würden sich doch auch sehr, sehr gut im Hintergrund von Alpha Kevin machen. Also wirklich sehr, sehr gut. Er hat jetzt, wahrscheinlich sind die Platten, die er hinter sich hängen hat, diese Bilder, sind diese Displays, diese Metallplatten, die mit Magneten befestigt werden. Aber das könnte man doch irgendwie sinnig ergänzen. Ich würde sogar für seine Fototapete, diese graue, würden wir es auch hinbekommen. Ich habe nämlich noch bei der Arbeit graue Beize, dass wir eben graue Platten herstellen. Hätte was. Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal zu dieser Übereinkunft. Dann gehen wir jetzt mal hier raus aus dem Fenster. Ich wollte euch vorweg einmal ganz kurz zeigen. Es sind sehr, sehr viele Kommentare abgegeben worden. Leute, die an dem Gewinnspiel teilnehmen wollten, was mich sehr gefreut hat. Und dann habe ich halt eben die ganzen Namen in diesen... Boah, jetzt soll der gar nicht auf dem Fenster hier. Momentchen, da muss ich jetzt mal kurz... Jetzt. Und dann habe ich diese Namen halt eben hier in den Zufallsgenerator reingeschmissen. Der hat die Ladezeit von 1,5 Sekunden. Ich kontrolliere nochmal gerade alles, bevor ich hier drauf drücke und es dann nicht funktioniert. Und die Abtrennung ist mit Leerzeichen. So wie es gewollt ist. Ich wollte euch, bevor wir das jetzt machen, noch so einen ganz, ganz groben Umriss geben von dem momentanen ja, Zustand vom Projekt OCHE. Ich gehe auch mal davon aus, Leute, die jetzt so lange hier bei sind, äh, haben auch einfach das Grundinteresse an OCHE und haben ja auch im Gewinnspiel teilgenommen. Es ist wie folgt. Wir haben ja derzeit dieses Angebot mit den fünf Platten für den Preis von vier Platten und am ersten Tag wurden sogar direkt nach der Bekanntgabe von eben diesem Angebot auch zwei Fünferpakete bestellt, die haben wir auch rausgeschickt. Wir gehen jetzt so langsam in Leerlauf mit den <laughs> mit den hier, also mit den dunkelbraunen Platten. Von den weißen haben wir noch ganz ganz viele. Die können auch noch wild bestellt werden. Ich wollte euch nur kundgeben, falls du heute jetzt nicht hier gewonnen haben solltest. Wäre das im Prinzip jetzt der beste Zeitpunkt, eine Bestellung abzugeben auf der Webseite? Vor allem, wenn du die braunen Platten haben möchtest, weil die sind bald vergriffen. Und damit kommen wir wieder zum Grundthema. Wir werden von diesen Platten, von hier denen, in diesem Jahr dann auch erstmal keine mehr nachproduzieren. Das hat mehrere Gründe. Einerseits muss der Laser gewartet werden. Auf der anderen Seite gehen jetzt auch sehr, sehr viele Leistungsnehmer bei mir in der Werkstatt halt eben in den Urlaub. Das ist auch vollkommen in Ordnung und gut so sei den Leuten die Entspannung gegönnt und da können wir halt nicht jetzt dann nochmal nachproduzieren. Und ich bin ja auch dran, eine neue Platte zu entwerfen. Ich habe da noch keine Bilder, glaube ich, geteilt und auch noch nichts großartig darüber erzählt, außer dass sie anders aussieht, dass sie einen höheren akustischen Wert bietet. Und was auch noch wichtig ist, es ist das Holz. Was wir da verwenden, ist wesentlich massiver. Also das hier ist Papelholz, aus dem die ersten hergestellt worden sind. Das hat er auch verschiedene Gründe. Einerseits hat eben das Versandgewicht, dann auch, dass die Bearbeitung am Laser leichter fällt und alles drum und dran. Und die anderen, das sollen jetzt so Tafeln sein, die man dann auch ruhig mal jetzt übertrieben auf den Boden fallen lassen kann, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Wir bekommen sogar an den Seiten Metallbeschläge extra noch zum Schutz. Einerseits für die Leute, die sich die da halt aufhängen, weil am Holz, ne, wenn du das schneidest, entstehen halt immer relativ scharfe Kanten. Das wird damit dann ein bisschen abgesichert. Das sieht mega, für mich wirklich mega geil und ästhetisch aus. Und ich bin mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Der Verkauf wird dann parallel starten mit einer Werbekampagne von meiner Einrichtung. Wir haben die UK ins Board geholt, Unternehmenskommunikation. Und die ähm, haben jetzt im, hop, 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 ich glaube, Anfang Dezember einen Telefontermin geplant mit uns. Und da sprechen wir alles ab. Ich gehe mal davon aus, dass diese von jetzt mal ganz kurz angesprochenen Werbevideos oder Erklärungsvideos eher gesagt, dann so im Januar, Februar hochgeladen werden. Auf die werden wir wiederum dann auf diesem Kanal, also hier auf YouTube, drauf reagieren und ab dem Zeitpunkt geht dann auch der Verkauf los von den neuen Platten. Ja, und was ich auch noch dazu sagen kann, diese sind dann doppelt so groß wie die jetzigen, also von der Breite her. Damit kann man dann auch eine größere Fläche ab, ja, Abhandeln bzw. vollhängen. Und bevor ich euch jetzt noch länger auf die Folter spanne, gehen wir in das Gewinnspiel rein. Ich bin mal gespannt, wer es ist. Mac Schoko hat gewonnen. MC Schoko. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Du hast jetzt gewonnen. Das haben wir alle hier mitbekommen. Da stehst auch oben mit einer Liste, Das hat alles funktioniert. Ich bin happy, ich bin happy. Ich bin nicht so affin mit solchen Webseiten und sowas. Tu mir bitte einen Gefallen. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt deinen Gewinn im Prinzip einzulösen. Ich brauche deine Adresse, ich brauche deinen Namen und alles drum und dran. Entweder schreibst du mir eine E-Mail. Ich habe in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, meine E-Mail hinterlegt, die noch aus den Drogenberichterfahrungszeiten stammen. Oder du schreibst mir einfach ganz kurz auf Instagram. Das geht natürlich auch. Was nett wäre, damit ich verifizieren kann, dass du wirklich Mac Schoko bist. Du hast ja mitunter wahrscheinlich dann auch einen YouTube-Kanal oder zumindest einen Kanal angelegt, auch wenn du selber nichts hochlädst oder sowas. Mach mir einfach einen kurzen Screenshot davon, dass ich sehen kann: gut, du bist die Person, bist damit angemeldet und dann ist auch alles safe. Für alle anderen, die jetzt mitgemacht haben und heute leider nicht gewonnen haben, es wird in Zukunft nochmal ein solches Gewinnspiel geben. Ich weiß noch nicht, ob das dann auf YouTube ist oder ob das auf Instagram ist. Das werden wir dann zusammen im Team auch bei mir auf der Arbeit besprechen. Sehen wir dann also noch. Und falls du mega Bock hast, das Projekt zu unterstützen, und ich kann dir sagen, jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt, geht bei uns auf der Arbeit eine Party los, weil die Leute einfach merken, das, was wir machen, wird gemocht, das, was wir machen, haben, hat einen Sinn. Dann bestell dir ein Fünferpaket, bestell dir auch von mir aus, wenn du das einfach, wenn du so sagst, so ja, eigentlich brauche ich es nicht, aber irgendwie finde ich es cool, dann bestell dir eine Platte als Andenken, weil ich kann nicht festhalten, ob es diese Platten für einen unbegrenzten Zeitraum geben wird. Du wirst den Leuten damit eine riesige Freude machen. Gut, ich hoffe, dass du jetzt noch einen wunderschönen Resttag hast. ist auf jeden Fall Haferflocken sein nett zu anderen und wie meine neueste Angewohnheit die sich jetzt etabliert hat, wenn du die Möglichkeit hast finanziell gesehen, kauf dir morgens Brötchen. Die müssen noch nicht mal belegt sein, ich mache das auch so, ich kaufe mir Brötchen aus der Bäckerei und beleg die danach bei mir zu Hause noch in aller Ruhe, das ist zwar ein bisschen teuer geht ein bisschen mit Geld, aber es hebt die Lebensqualität höher. Adios.